Zehntausende Besucher haben Heidi Musicals am Wallensee in ihre Band gezogen. Die Region und das Gewerbe, das hat zweifellos profitiert. Der Erfolg soll jetzt wieder mit einer urschweizerischen Aufführung wiederholt werden. Diesmal soll es Wilhelm Tell richten. Doch bevor am Walterli der Öpfel vom Kopf geschossen wird, braucht es wieder eine riesige Infrastruktur. Und an der wird derzeit fleissig gebaut. Die Arbeiten an der Tellbühne laufen auf Hochtouren. In einem Monat entsteht in Wallenstadt die bisher grösste Open-Air-Bühne. Es ist schon das vierte Open-Air-Musical in Wallenstadt. Die Kulissen in diesem Jahr besteht hauptsächlich aus Baumstämmen. Die Baumstämme stellen ja eigentlich die Berge dar von der Innerschweiz. Und die Stege und die Wege sind halt dann die Wege, die durch die Berge durchgehen. Die Schauspieler laufen durch die Stege durch, hinten wieder runter, natürlich durch die Treppentürme, verschwindet dann so. Berge von Innerschweiz nach Wallenstadt zu bringen, ist aber nicht ganz einfach. Am Modell und Plan müssen sich Bauarbeiter orientieren. Zuerst haben wir nach dem Plan gearbeitet und dort hat man dann aber einfach gemerkt, das wird zu geometrisch, das ist zu regelmäßig und das ist dann... Der Bühnenbildner hat das eben ganz bewusst nicht wollen. Und nachher hat er dann gesagt, wir sollen das Modell führen und nach dem Modell anfangen aufbauen. Und von dort weg ist es dann gelaufen. Während der Bühnenarbeiten erkundigt sich der Projektleiter Marco Weiss nach dem momentanen Stand. Bis jetzt gehen die Arbeiten gut voran. Aber was sicher erschwert dazugekommen ist, war der Regenfall in den letzten Wochen, kann man eigentlich schon sagen. Wir haben wirklich witterungsbedingt unter erschwerten Bedingungen müssen aufbauen. Der Regen macht es nicht einfach für die Handwerker, es macht es nicht einfach in Bezug auf Arbeitssicherheit. Und es kommt dazu, dass natürlich einfach die Stimmung auch nicht ganz die gleiche ist, weder wenn man hier aufbauen kann, besonders. Der Zimmermann Isidor Romer ist aber trotzdem Regen glücklich, dass er einmal bei so einem Projekt dabei sein kann. Ich finde es gut. Wir haben ein tolles Team hier oben. Wir arbeiten eigentlich alle gut miteinander zusammen, obwohl wir eine zusammengewürfelte Mannschaft sind. Die Arbeiter müssen aber noch eine Weile schuften. Ende Juni muss die Tellbühne fertig sein, damit die Schauspieler darauf proben können. Die Handwerker werden vermutlich nicht die einzigen sein, die bei diesem Projekt nass werden. Die Zielsetzung ist, dass der Besucher natürlich bei schönstem Wetter die Show schauen kann. Aber es kann auch sein, dass wenn es einmal einen Schauer gibt, dass man natürlich trotzdem weiterspielt. Weil wir möchten auch die Erfahrung, dass Besucher, wenn sie mal da sind und das wettermässig zumutbar ist, dass sie dann eigentlich lieber die Show schauen, weder nochmal abreisen, nochmal anreisen. Also das bedingt natürlich auch, dass man Besucher entsprechend dort vorinformieren, dass sie gut gekleidet kommen. Bei schlechtem Wetter sollte man also vorsichtshalber einen Regenschutz mitnehmen. Das Musical startet am Mittwoch, 18. Juli.